Hey Leute, willkommen zurück zu Roguebook. Wir gehen jetzt hier erstmal in den Fortschritt und geben mal ein paar Seiten aus. Und zwar... das wird jetzt wieder 10 Minuten dauern gefühlt. Oder ich mache hier einfach... Das wäre schon okay, ne? Ich würde halt sagen, machen wir hier das direkt für 2 Karten. Oh, das lohnt sich natürlich auch, aber das kostet halt auch schon 20. Ich habe zwar 331, aber wenn ich da überall so 20, 30, 40 Seiten reinpacke, dann sind die 300 Seiten dann auch sehr schnell weg. Deswegen, ich werde das hier erstmal noch erhöhen. So ein bisschen mehr Leben ist auch nicht verkehrt. Und ja, das sollte aber erstmal reichen. Das sind das schon 45 Seiten. Ist ein bisschen viel. Das sind 20 Seiten, das machen wir auch erstmal. Und dann ja generell gucken, erstmal überall so zumindest einen Punkt rein, oder? Das ist sogar dann direkt eine Erhöhung um 10%. Das ist gar nicht mal so wenig. Aber ich mache das jetzt erstmal so. Ja, das ist die Hälfte schon wieder weg direkt. Ansonsten... Das wäre... Oh, das ist ja günstig. Meine Güte, das habe ich ja gar nicht gesehen. Das machen wir auf jeden Fall auch dann. Und... Superrune ist halt schon... Ja, ist okay. Das sind dann aber auch erstmal nur 15 Seiten. Das hier würde ich schon gerne priorisieren, weil das klingt echt ganz gut, beziehungsweise hier die Sache mit mehr Gold. Oder ich gehe doch auf mehr Gold und gucke dann, dass ich vielleicht das Gold, was ich dann kriege, in Relikte stecke. Aber ja, die Sache ist halt hier zwischen diesen zwei Sachen. Das ist eine Prozentchance. Das ist generell mehr Gold. Das ist zwar auch prozentual, aber das kriege ich garantiert. Und dann ich kann Entscheidungen treffen, wofür ich das letztendlich ausgeben möchte. Und... Schatzrarität nehmen wir auch. Dann nehmen wir tiefe Tasche und dann werde ich das nach und nach alles so ein bisschen erhöhen. Das geht jetzt leider nicht mehr. Ansonsten... Das können wir noch machen. Mehr Zufallstinte ist auch okay. Und dann sollte das auch erstmal wieder passen für die nächste Zeit. Und ich tue mich momentan echt ein bisschen schwer. Was so die Auswahl angeht, mit wem ich spielen möchte. Deswegen, ich bin halt immer ein Riesenfan davon, wenn ich die Möglichkeit habe, auf Zufall zu drücken und krieg irgendwas vorgesetzt, anstatt jedes Mal überlegen zu müssen, okay, wen hatte ich letztes Mal, wen hatte ich noch nicht, vor allen Dingen, welche Kombination hatte ich noch nicht so häufig. Und ich sag jetzt einfach mal, letztes Mal hatten wir Sorocco und sie hier, ich würde jetzt mit Sorocco wieder starten und diesmal Seifer einfach nehmen, einfach weil ich den jetzt auch länger nicht mehr hatte. Oder Sorocco und ihn hier. Weil, ja... Ich weiß nicht. Im ersten Moment mag ich ihn jetzt nicht so, weil er ein bisschen speziell ist. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber Seifer ist halt so ein bisschen mehr... Ja, ist einfacher. Gut, dann nehmen wir Sorocco und er ist dann auch vorne und wir nehmen ihn hier als zweiten und dann spielen wir mal die Combo. So, dann hätten wir jetzt hier wieder, ich nehme jetzt einfach nochmal Wächtergeister. So. So sehr ich das Spiel auch mag, aber ich merke momentan auch wieder, ich würde gerne mal wieder was anderes spielen. Zum Beispiel, was ich auch noch nie gespielt habe hier auf meinem Kanal, ist sowas wie Deepest Chamber. Habe ich jetzt auch seit... Weiß ich nicht, wann gab es das Riesen-Update dazu, vor anderthalb Jahren oder so hier rumliegen. Hat auch eine sehr interessante Mechanik, je nachdem, wo die Karten positioniert sind oder sowas wie Deep Sky Derelicts. Das Problem ist halt, dazu gibt es halt auch schon eine Menge und das ist halt auch nicht mehr so taufrisch. Explosives Pigment, Saphir des Mutes. Okay, interessant und ein Schatz. Max Leben, ja, wem könnte ich das bloß geben? Ich weiß ja auch nicht. Und... Puh.
generell sowas würde ich halt auch direkt wieder für Karten nehmen, die mir dann auch selbst Mut geben, damit ich dann noch mehr Mut bekomme und jetzt nicht in irgendwas anderes reinpacken. Wir starten jetzt hier auch natürlich dann mit 200 Gold. Das ist schon mal ganz cool. Dann können wir mal gucken. Und ich glaube wirklich, es wäre besser zu sagen, ich kaufe jetzt nicht großartig Karten, sondern ich heb mir dann das Gold für Relikte auf. Blutstein. Ja, ist okay. Sind jetzt halt auch nur immer 4 Leben. Und sowas wie zerbröckelnde Klinge ist halt auch, bis dein Deck zum ersten Mal gemischt wird. Nee. Blutrote Maske muss ich halt Schaden für kriegen, was ich ja eigentlich nicht will. Was ich aber wahrscheinlich sowieso kriege. Deswegen wäre das auch gar nicht mal so verkehrt. Rubin würde ich nicht kaufen. Und diese ganzen anderen Sachen. Ja. Und jetzt, ne? Im ersten Moment habe ich hier schon wieder gesehen. Ruf zu den Waffen. Hallo. Aber kaufe ich jetzt. Ich kaufe jetzt erstmal noch nichts, sondern wir. Wir gucken erstmal, was wir hier kriegen können. 3x8. Ich habe ihn halt auch noch nie auf direkten Schaden gespielt. Einfach weil halt die Verbündeten auch so stark sind. Ritueller Schlag hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Hm, das gibt viel Energie. Aber jetzt am Anfang, ich glaube, ich nehme für. Guck mal, dass ich so Rocco so ein bisschen auf direkten Schaden spiele und Block in erster Linie oder dass er zumindest ein paar Karten kriegt, die dann schon verhältnismäßig viel Schaden machen und halt Block. So, was haben wir hier oben? Immer wenn dieser Held Schaden nimmt, erhalte Block. Das ist eine super Sache, dann wieder gegen Mehrfachangriffe zum Beispiel. Also das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, okay, das ist halt. Na gut, er ist eigentlich immer vorne. Deswegen, wir schnallen uns erstmal an. Ja, toll, Schützen kostet 0. Ja, ist okay. Ist okay, jetzt kriege ich das Schild aber so direkt nicht weg. Hm. Obwohl, besser gesagt, anders hätte ich noch Schaden machen können. Aber er hat jetzt eh nicht so viel Leben. Hauptsache, wir können den Schaden erstmal blocken. So, wir haben auch platt machen. Von daher 5 Block. Ja, nein, vielleicht. Ja, nee. Ich nehme dann doch lieber, ich mache das lieber so. Ich nehme dann platt machen. Platt machen ist halt am Anfang schon richtig super. Aber die Karte fällt halt auch sehr stark ab, wenn ich die nicht irgendwie, wenn ich da nicht noch irgendwas reinsockeln kann. So, 11. Das ist immer brauchbar. Dann gucken wir mal, was das hier gibt. Oh, links haben wir da auch noch sowas. Das ist wieder da total. Im Nirgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Tja, eine Geschichte. Ich weiß halt nicht, ob es die Geschichte wert ist oder halt nicht. Das würde ich halt schon gerne nehmen, weil, okay, bis zum ersten Mal gemischt wird, ist schon klar, ne? Aber pro Zug dann wirklich, gerade wenn man dann auch mehr Karten hat. Ogerkeks hatte ich halt auch noch nie. Das wäre natürlich auch schon nett. Vor allen Dingen, wenn ich den dann mit Plattmachen kombinieren könnte. Aber generell. Ich nehme mal einen Ogerkeks mit, auch wenn man das direkt so erstmal nicht viel bringt. Und wir wollen, glaube ich, erstmal auf die Seite, um dann den Panzer irgendwie mitzunehmen. Ja, das Pigment ist halt auch.
Okay, nee, komm, wir kämpfen jetzt erstmal. Ich bräuchte halt noch irgendwas anderes. So, anschnallen. Das ist schon mal ganz nett. Und dann haust du nochmal drauf. Okay. Mit 20, das ist natürlich auch eine Sache. Gut, du hast Teufelsschlag. Und ja, gut, wir spielen dann auf jeden Fall verteidigen. Das Problem ist nur, je mehr Karten ich kriege, hier die Sache mit Ogerkeks, desto blöder wird das denn letztendlich. Aber ich kann ja auch Ogerkeks spielen und Teufelsschlag zum Beispiel auch nehmen oder generell das dann für Zweierkarten nutzen. Das muss ja nicht unbedingt immer die eine Karte sein. Gerade wenn man jetzt am Anfang noch nicht so viel Mana hat, ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. So, einmal bitte anschnallen. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wobei, du kriegst halt ein bisschen Block damit. Aber allzu toll ist das jetzt auch nicht. Obwohl, wir können dich ausschalten. Ich dachte jetzt erst, ich würde mir hier nochmal einen fangen. Ja, gleich 6 Stück davon. Ich bräuchte aber eigentlich mal was anderes. Das ist ja richtig doof. Das ist ja schon doof. Ich müsste jetzt eigentlich gucken, dass ich dann... Ja, wir machen das jetzt einfach hier zweimal. Und dann nehmen wir das. Genau, dann kommen wir da auch ran und kriegen hier direkt Heilung und noch so ein paar andere Sachen. Karte umwandeln, wir gucken erstmal hier. Eine Geschichte. Wir gehen erstmal ins Gewölbe und sehen. Folge dem Boss. Wäre halt cool, wenn ich einen Verbündeten hätte. Gearshield finde ich jetzt nicht so toll. Das ist wieder so eine Situation. Okay, ich weiß nicht. Ne, es könnte sein, dass das dann irgendwie total blöd ist, weil ich das gar nichts damit anfangen kann. Gearshield. Und ich kann das auch behalten. Ich glaube, ich nehme mal Gearshield mit. Hatte ich bisher so auch noch nie. Wirklich. Goldhaufen, Edelsteine, alle Gesundheitstränke. Oh, okay. Ja, Edelsteine sind halt so eine Sache. Ich nehme die Goldhaufen. Weil dann würde ich vielleicht sagen, dass ich schon direkt für das dritte Kapitel spare. Jetzt gehen wir erstmal hier hin und wandeln eine Karte um. Ich würde halt bei ihm echt sagen, bei Sirocco, das war sowas wie, ja, Schlag ist eigentlich nicht so was ich wirklich brauche. So, grausiger Sauger ist halt schon ziemlich gut jetzt für den Anfang. Ich nehme einen Schlag. Nochmal platt machen. Beugen. Geladener Rubin. Ah, das ist auch alles. Dann würde ich eher anschnallen nehmen mit einem Rohdiamanten. Und dann sag mal direkt schon mal das Gold ein. Das sollte jetzt auch nicht so problematisch werden, dann da noch hinzukommen. Aber wir werden jetzt hier erst nochmal kämpfen. Ich
habe jetzt so auch noch keine Verbündeten gesehen. Was halt schon ein bisschen schwierig ist. Und jetzt, der Start ist natürlich auch super doof gerade. Weil das bringt mir alles nicht so wirklich viel. Und gerade bei denen hier ist das schon, ist das halt nicht so gut, ne? Also ich müsste mindestens einen direkt erledigen und den anderen schon so ein bisschen einem mitgeben. So, Ogerkeks. Einmal platt machen. Und dann spielen wir nochmal sowas wie Teufelsschlag. Dann bist du halt schon so gut wie erledigt. Aber der andere hat halt noch so ein Schild. Ich bräuchte halt auch irgendwie Flächenschaden. Das wären 7. Okay. Ich kann jetzt Ogerkeks nehmen und dann spiele ich Anschnallen. Und dich nehmen wir direkt raus. Ihr Schild wären 7. Ja, komm, dann nehmen wir das. Und dann haust du ihn zumindest schon mal. Und wir können den Schaden erstmal blocken. So, und jetzt muss er eigentlich möglichst schnell sterben. Wir können ja mit Blatt machen und sowas wie Grausiger Sauger. Das ist auch so ein Name. Grausiger Sauger. Ihn jetzt schon erledigen. Also Base Damage ist jetzt für den Anfang, vor allem die Karten, die wir bekommen haben, echt schon wirklich nett für dieses Kapitel. Das Problem ist, das sind halt so Karten, die werden dann doch sehr stark abfallen später. Wenn ich nicht noch irgendwie ein Mittel finde, die sehr viel stärker zu machen. Gut, dann nehmen wir erstmal die Tinte, um zum Turm zu kommen. Die ist halt auch sehr nett. Dann haben wir hier auch schon Brunnen. Das nehmen wir alles mit. Und wir haben jetzt auch noch nicht großartig, oder was heißt großartig? Wir haben eigentlich fast keinen Schaden bisher bekommen. Gut, dann können wir direkt hier mal schauen. Teamarbeit, Combo. Ja, Einschlag. Ich würde fast sagen, es sind halt auch nur benachbarte Gegner. Also wenn ich den vorne angreife, dann wird der dahinter getroffen. Wenn ich einen in der Mitte angreife, werden auch die beiden anderen getroffen. Deswegen, nee, nehme ich nicht. Ich halte mich für was Besseres. Wir kriegen bestimmt noch was Besseres. Peitschenknall ist auch schon wieder sowas. Kopfnuss. Ich nehme jetzt Peitschenknall, was soll's. Gut, was haben wir hier? Das ist ganz cool, mehr Karten ziehen. Oh, Blutsbande. Okay, das läuft aber wieder darauf hinaus, dass Sorokko Schaden kriegen muss. Zerreißender Schlag, ja, ist okay. Ich glaube, ich nehme aber Draufgänger ist allgemein dann doch schon besser und eigentlich ist er auch die meiste Zeit vorn. Ich nehme Draufgänger. Mit denen hier ist das natürlich ein bisschen blöd. Na super. Okay, dann kommst du mal nach vorn. Welcome to the party. So, und dann würde ich auf jeden Fall gern. Unerwarteter Schlag ist halt schon sehr speziell, ist aber dafür halt auch eine Menge Schaden. Also für einen Mana 16 Damage standardmäßig ist halt schon nicht verkehrt.
Ist ja schon ganz okay, auch wenn er dann jede Runde irgendwie neue beschwört, wenn wir das aussitzen können. Die machen jetzt auch nicht so viel Schaden. Ist das eigentlich ganz okay. So, wir nehmen den Keks. Wir nehmen einmal platt machen. Einmal anschnallen. Dann machen wir dir schon mal das Schild weg. Also ich kann schon ganz gut die Mana-Kosten reduzieren. Das Einzige, was mir da so ein bisschen Dorn im Auge ist gerade, ist halt echt der Schaden. Bei, ja, momentan reicht's noch. Noch. Gut, wir haben da überall noch so ein paar Haufen. Ich könnte halt, aber ich habe jetzt auch noch nicht so viele Pinsel. Und wenn, dann würde ich halt auch eher gucken, dass wir vielleicht hier kämpfen. Wir haben jetzt auch schon viel über 400 Gold. Um dann hier einfach noch einen Kampf mitnehmen zu können. Damit könnte ich jetzt auf jeden Fall einen Rohling kriegen. Hammerzeit wäre auch ganz cool, aber ich brauche jetzt halt eigentlich schon eher einen Verbündeten. Der ist jetzt auch nicht so toll und die Karte macht auch viel mehr Schaden, genau wie die andere. Aber es könnte blöder sein. Ja gut, das mit dem Rohling ist halt jetzt auch eher mehr so eine Notsituation, weil ich halt noch keinen einfach anderen Verbündeten gefunden habe. Aber es ist, für den Moment ist es noch okay. Ich behaupte jetzt einfach, das ist noch okay. Und du spielst jetzt mal... Ja okay, das ist jetzt alles ein bisschen blöd. Das hätte ich andersrum machen müssen. So. Einmal bitte schützen. Gut, den Keks brauche ich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Aber ich mache das trotzdem jetzt mal so. Weil auch wenn ich den jetzt hier immer ein bisschen Stärke geben kann, aber das dauert halt auch zu lange. Das dauert eigentlich viel zu lange. So, Gierschild. Da muss dann auf jeden Fall noch mehr kommen. Also Block- und Mana-technisch sieht das ganz gut aus. Aber so der ganze Rest bisher... Auch wenn ich ein paar Standardkarten habe, die dann doch ganz gut Schaden machen. Ich befürchte nur, so ab Kapitel 2 wird das schon abfallen. Ja, ist noch überall eine Menge Gold. Wir können jetzt auch eigentlich theoretisch hier nochmal sowas benutzen. Oder, ja gut, da oben in der Ecke würde ich das jetzt nicht nehmen.
Hier unten ist das jetzt auch so ein bisschen speziell. Ich könnte halt... Ich könnte halt einfach die hier nehmen. Dann das so einmal machen. 5 Felder in gerader Linie, nochmal Heilung. Dann haben wir hier direkt noch was. Kopfnüsse würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Wollen anschnallen nochmal auch nicht. Speerfeuer ist ganz cool. Dann habe ich jetzt auch endlich was mit Flächenschaden. Dann nehme ich einmal Speerfeuer mit. So, und dann könnten wir theoretisch auch da unten hin. Theoretisch. Zum Beispiel mit sowas hier. Speerfeuer ist jetzt schon mal gut. Auf jeden Fall. Dann sind die Schilde weg. Gut, Peitschenknall ist jetzt so ein bisschen witzlos. Er hier muss wieder zuerst dran glauben. Und die machen da jetzt auch alle schon Schaden. Ich greife jetzt an. So. Am vorderen Schaden machen ist jetzt halt auch so eine Sache. Wir greifen dich nochmal an. Und du hättest noch Seele absorbieren. Kriegt er halt auch ein bisschen Schaden, aber wenn ich die dann eh heile, dann wird da auch nichts verschwendet. Und er kriegt dann so noch ein bisschen Zorn obendrauf. Okay. Also Ogerkeks. Und... Ja, ich spiele jetzt mal anschneiden. Dann gucke ich jetzt, dass wir hier das soweit erstmal wegblocken können. Seele absorbieren kostet dann auch nichts. Okay, du machst 6 Damage. Wir können jetzt platt machen, einmal nehmen. Dann bist du raus. Dann können wir auch den Schaden blocken mit Schützen. Bin schon ein bisschen eingeschränkt. Also ich habe da, glaube ich, 2 Karten drin, mit denen ich dann auch immer den vorderen nur angreifen kann. Ich glaube, es waren 2 Karten oder eine. Ja, genau, sowas hier. Okay, dich kann ich jetzt noch nicht erledigen. Speerfeuer wird halt jetzt auch noch nicht reichen. Hätte ich mal Speerfeuer genommen. Okay, die war es dann, glaube ich, schon wert. Explosives Pigment. Dann können wir hier unten jetzt nochmal gucken. Ich habe nichts mit Bluten. Das wäre letztes Mal super gewesen. Seifer verliert 15 Leben für einen Pinsel. Nee.
20 Leben für 2. Ja, für Gold. Ja, ich glaube, ich nehme Blut für Reichtümer. Ich versuche jetzt echt mal zu gucken, dass ich auf eine ganze Ecke mehr Gold komme. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. So, 746, dann... Ja, Ruf zu den Waffen ist halt auch so eine Sache. Dafür habe ich halt zu wenig Verbündete eigentlich. Ich probiere es. Ich probiere es bei Seifer mit Verbündeten. Und der Rest ist erstmal nicht so interessant. Ja gut, wir heilen. Wäre okay. Will ich dafür 150 Gold ausgeben? Das sind dann vielleicht 30, 40 Leben, die ich dadurch heilen kann. Aber ich habe ja auch die Heilung hier. Deswegen, das ist alles nicht so... Weiß ich nicht. Finde ich alles nicht so interessant. Gut, da unten hatten wir auch noch einen Elite-Kampf. Dann machen wir erstmal den hier. Beziehungsweise wir nehmen einmal eine Heilung und machen den Elite-Kampf. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt hier läuft. Okay. Das ist ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen blöd. Gut, ich kann einen Schlag nehmen. Und einmal platt machen. Ja, da kann ich jetzt momentan... Da warte ich lieber noch. Seele absorbieren ist gerade auch nicht so toll. Speerfeuer brauche ich jetzt eigentlich eher nicht so. Ich habe jetzt hier zweimal anschnallen. Dann schnallen wir uns zweimal an. Mit Teufelsschlag will ich das aber auch nicht nehmen. Gut, dann warten wir noch eine Runde. Zwei Rohlinge, ja, das ist schon okay. Das können wir eigentlich auf jeden Fall nehmen. Dann spielen wir einmal das. Und Ogerkeks. Wäre jetzt auch egal gewesen. Ja gut, jetzt wird es schon ein bisschen interessanter, aber ja, gerade jetzt in dem Kapitel bringt das jetzt auch noch nicht so viel. Dieses Gearschild mal komplett nutzlos. Widerruf zu den Waffen. Seele absorbieren auf jeden Fall. Dann können wir uns noch ein bisschen heilen, aber ja, sieht man jetzt auch sehr gut. Das dauert einfach zu lange, bis ich da Verbündete habe und die dann stärker werden. Oh, Blutgranat. Interessant. 30 Block ist auch super. Jo, dann heilen wir uns nochmal und dann würde ich den Elite-Kampf hier unten auch noch mitnehmen. Wir haben jetzt hier direkt auch schon mal den Ogerkeks. Und jetzt mit denen hier und Verbündete ist das halt auch nicht so eine tolle Sache. Und genau, unerwarteter Schlag greift halt auch den vorderen Gegner an.
Das war die zweite Karte. Ist jetzt auch nicht unbedingt so cool. Ja, ich nehme das jetzt einfach mal, um den Schild da wegzuhaben. Und wenn ich dann sehe, dass die vielleicht zu viel Schaden machen, würde ich die dann direkt auch erledigen. Wobei bei 10 Damage, das können wir eigentlich... Ich könnte halt Speerfeuer nehmen, dann bist du halt raus. Dann nehme ich jetzt auch Speerfeuer. Dann ist dein Schild auch weg und dann können wir dich nochmal angreifen. Dann hat er noch 60, also fast nur noch die Hälfte. Und auf Verbündete kann ich jetzt hier auch eher nicht so setzen. Gut, dann spielen wir Anschnallen. Dann spielen wir Schützen. Und dann wieder, ich versuche es mit platt machen und generell über direkten Schaden bei dem. Also Verbündete würde ich jetzt auch noch spielen, wenn ich sehe, okay. Ich habe jetzt nicht so wirklich eine andere Möglichkeit. Das ist halt echt eine doofe Konstellation. Ich nehme mal den Keks. Ich nehme mal... Okay. Du greifst ihn an. Dann können wir dem nochmal einen mitgeben und dann ist er halt auch schon so gut wie erledigt. Das sollte jetzt auch keinen großen Unterschied machen. Also das sollten wir doch jetzt eigentlich hinbekommen. Und dann kannst du dich nochmal heilen. Das war doch auch ganz okay. Bronzebumerang. Wüsste ich jetzt im ersten Moment auch nicht so richtig. Wofür sollte ich das denn nehmen? Ich könnte jetzt sagen... Ja, wenn, dann... Ich glaube, ich würde halt echt Peitschenknall da nehmen. Dann hätten wir das. Und sowas wie Blutgranat. Wäre halt... Ja, vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen Mehrfachangriff oder halt den Flächenangriff würde ich dann halt nehmen. Ansonsten Leben... diese verbrauchbaren Edelsteine sind jetzt auch erstmal nicht so interessant. Sei denn, ich kann den einen fürs Blocken nehmen. Und so was das Leben angeht, das Gold, was hier noch rumliegt, dafür würde ich jetzt, glaube ich, aber auch keinen Pinsel mehr benutzen. Vielleicht hier. Weil wir haben jetzt auch schon fast 700. Können wir auch nochmal eine Karte ziehen und kommen noch an das ganze Gold dran. So, Heilung löst sich auf. Ah, das ist alles... Nee. Ist halt blöd, ne? Das kann halt auch sehr danach hinten losgehen, weil ich gucke jetzt wieder, dass ich Seifer halt auf Verbündete spiele und die dann halt den Großteil an Schaden dann machen. Ich habe halt Standardkarten, die schon ganz gut Schaden machen, aber wie gesagt, je stärker die Gegner werden, je mehr Leben die haben, desto schwächer werden die halt. Und so Rocco ist halt eigentlich dazu da, jetzt halt um die Schilde wegzumachen mit Flächenangriff für primär Block und dann noch um halt die Mana-Kosten zu reduzieren. Aber ich brauche halt noch andere Verbündete, weil das wird so nicht reichen. Sieht man ja jetzt. Hier mit den normalen Karten schon auf 155 runter im ersten Zug. Das geht auf jeden Fall schon. Anschneiden ist jetzt auch so eine Sache. Nehmen wir mal so Schlag, dann könnten wir dich direkt rausnehmen. Dann spiele ich noch Ogerkeks und... Ja, wir erschaffen direkt hier schon mal so einen Bowling. Jetzt kriege ich sogar Peitschenknall.
Das können wir fast so direkt blocken. Das können wir dann damit auch blocken. Und sieht man jetzt auch wunderbar mit diesem Rohling, wie lange das schon gedauert hat, bis ich den dann hier hinbekomme. Gerade wenn die dann mehr Schaden machen in späteren Kapiteln. Das dauert halt für den Moment echt zu lange. So, Peitschenknall spielen wir auf jeden Fall. Deswegen habe ich den Bumerang da auch reingesetzt, um die einfach noch für den Moment schneller, stärker machen zu können. Aber das ist halt auch keine... ist halt auch nicht die Lösung dafür. So, wir haben wieder Peitschenknall. Nehmen wir direkt. Zauberteufel nehmen wir auch direkt. Und einmal platt machen und dann bist du auch schon erledigt. Das sieht sehr einfach aus bisher, ne? Auch durch diese Karten, die ausgetauscht wurden, die ich bekommen habe, die machen alle schon 15, 20 Damage standardmäßig. Und gerade im ersten Kapitel ist das halt, macht es das dann schon recht einfach. Aber das, ich mache mir halt nur langsam Sorgen. Maske, das würde ich halt immer nehmen. Also sowas zum Beispiel. Ja, Magdaschere könnte man vielleicht mit Dolchen kombinieren. Aber von diesen drei Sachen hier, was ich bisher so habe, würde ich halt auf jeden Fall die Maske nehmen. Und... ha, das wäre natürlich auch gut, vielleicht für Verbündete. Das würde ich mir dann aber auch noch aufheben. Und so die anderen, die Karten hier sind jetzt nicht so interessant. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken. Ich habe da auch keinen Platz mehr. Ja, die Frage ist halt... auch noch einen Peitschenknall reinsetzen. Oder ich warte erstmal noch. Ich glaube... ich warte erstmal noch. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch Verbündete. Oder halt Karten, die schneller meine Rohlinge stärker machen oder generell stärkere Verbündete. Da gucken wir nächstes Mal nach. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir gehen nächstes Mal einkaufen. Wir haben jetzt auch schon 843 Gold. Und ja, dann machen wir nächstes Mal weiter. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.